Hallo, liebe Leute. Heute sprechen wir über die Industriemeister-Basisqualifikationsprüfung 2020-1. Und zunächst möchte ich mich natürlich erstmal bei allen bedanken, die uns durch ihre zahlreichen Zusendungen die Informationen geliefert haben, damit wir diese Prüfung auch vorzeitig vor dem offiziellen Erscheinen bei der IHK hier präsentieren können. Die Videoclips, die ihr hier sehen könnt, sind ein Teil unserer Videoreihe, die ihr direkt auf unserer Homepage beziehen könnt. Ja, worum geht es? Es geht wieder um die 7 Aufgaben der IHK. Einmal haben wir hier jetzt die erste Aufgabe mit der Wasserhärte, die wir hier dann elementar erklären. Die Laufzeit der Videos sind ja dann im Einzelnen sichtbar. Dann haben wir eine zweite Aufgabe, da geht es um die Dichteberechnung von Gasen unter veränderten Umgebungsbedingungen. Dann haben wir die Aufgabe 3. Hier werden die Auflagerkräfte und die Beanspruchungen in den entsprechenden Anschlagelementen untersucht und berechnet. Hier in der Aufgabe 4, Klassiker der Bewegungslehre, Berechnung der entsprechenden Überholvorgänge zwischen LKW und PKW, wobei da der entsprechende Überholweg auszurechnen ist. Die Aufgabe 5, eine elektrische Aufgabe, bei der die Energiemenge an einem Stromzähler angegeben und zu ermitteln ist. Daraus abgeleitet werden dann an einem Ofen die entsprechenden Heizwiderstände und die entsprechenden Schaltungen, die dann in einer neuen Leistungsberechnung münden. Die Aufgabe 6, hier handelt es sich um einen NTC-Widerstand, der dann entsprechend auszuwerten ist unter verschiedenen Betriebsbedingungen. Und zuletzt haben wir die Aufgabe 7 dabei, hier tatsächlich eine elementare Geschichte zur Berechnung von Mittelwert und Standardabweichung, die diesmal nicht gefragt gewesen ist, aber das grafische Darstellen des Verteilungsmodells. Jo, das sind alle Aufgaben. Ich hoffe, ihr findet Spaß daran. Bis dahin.